Ja, Ruprecht Polenz grüße ich jetzt, ehemaliger CDU-Generalsekretär und stets engagierter Kämpfer gegen rechts. Herr Polenz, jetzt wurde gerade das Wort Remigration zum Unwort des Jahres gekürt und Sie waren Gastjuror in dieser Jury. Verhilft das diesem Unwort nicht vielleicht auch unnötig zu noch mehr Aufmerksamkeit? Also dieses Wort ist ja im AfD-Sprachgebrauch schon seit langem. Und deshalb sind auch im letzten Jahr die Einsendungen gekommen, aufgrund derer das Unwort ja gewählt wird. Und da war Remigration eben ganz weit vorn bei den Nennungen. Es ist ein verschleiernder Begriff und man steht immer in dem Dilemma, wenn man einen Begriff als Unwort prägt oder abstempelt, dass man ihn damit auch bekannt machen könnte. Also es wäre sicherlich verkehrt, einen der Begriffe, die oft herabsetzend über Ausländerinnen oder Ausländer gebraucht werden, etwa Kanake oder so, wenn man so etwas zum Unwort erklären würde. Denn erstens sieht das sofort auf den ersten Blick jeder und zweitens wäre dann die Frage des Bekanntmachens zurechtgestellt. Hier geht es aber darum, dass die AfD diesen Begriff zum Verschleiern ihrer wahren Absichten benutzt. Sie redet von Remigration und meint Deportation aus ethnischen Gründen. Ja, nun sind gerade viele Menschen bei uns auf der Straße. Wir haben das gesehen, auch die Bauernproteste in Berlin. Da war die Angst, dass die eventuell von Rechten, von Rechtsextremen, von der AfD unterwandert werden könnten. Wir haben ja gerade AfD-Chefin Weidel da auch vom Brandenburger Tor gesehen und gehört. Wo würden Sie die Grenze ziehen? Was ist legitime Kritik und natürlich auch der erste Ausdruck von Demokratie, dass man seine Meinung sagen darf? Und wo ist dann die Grenze, wo man sagt, da könnte was mit der Demokratie geschehen? Ich denke, das haben die Bauern selbst sehr deutlich gemacht. Sie haben gesagt, wir demonstrieren hier für unsere Betriebe. Wir protestieren gegen die Absenkung der Subventionen, gegen die Rücknahme. Aber wir planen keinen Umsturz. Wir wollen auch nicht die Regierung stürzen, sondern es geht uns um unser Anliegen. Und die AfD hat versucht, diesen Protest zu kapern nach dem Motto, jetzt gehen ganz viele auf die Straße, vielleicht haben wir bald Generalstreik und dann haben wir einen Umsturz und die Regierung kippt. Da ist genau der Unterschied und deshalb freue ich mich auch, dass es den Bauern doch weitestgehend gelungen ist, bis auf Plakate, die man eben auch nicht so ohne weiteres verhindern kann, wenn die mitgeführt werden, dass der Protest deutlich gemacht hat, es geht den Bauern innerhalb des Systems darum, innerhalb unserer Demokratie darum, für ihre Interessen einzustehen. Ja, Herr Polenz, nun ist gerade erst wieder nach dem bekannt gewordenen Geheimtreffen im November da in Potsdam von Rechtsextremen und AfD-Funktionären, wird das AfD-Verbot diskutiert. Die AfD steht in den drei Bundesländern im Osten, wo dieses Jahr ein neuer Landtag gewählt wird, im September, nämlich Sachsen, Thüringen und Brandenburg ganz weit vorne. Wie stehen Sie dem AfD-Verbot gegenüber? Macht das Sinn? Sollte man das machen oder eher nicht? Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn alle wüssten, dass die Möglichkeit, als Partei zum Bundestag zu kandidieren, nicht automatisch heißt, es sei auch eine demokratische Partei, die da antritt. Leider ist dieser Schluss bei vielen nicht klar, unsere Rechtslage bei vielen nicht klar. Die denken, wer kandidieren darf, ist auch demokratisch. Wenn er nicht demokratisch wäre, müsste er verboten werden. Das ist ja nicht der Fall, sondern die Demokratie kann sich auch auf andere Art und Weise wehren. Das Zweite, was ich gerne sagen würde, wie auch immer man zu der Frage steht, eine Entscheidung wird nicht so schnell erfolgen, dass sie etwa noch vor den Landtagswahlen wirksam wäre. Solche Verfahren dauern ziemlich lange und in dieser Zeit hätte die AfD natürlich die Möglichkeit, sich als Märtyrer darzustellen und auf diese Weise vielleicht weitere Sympathie einzuwerben. Deshalb glaube ich schon, dass das Setzen auf politische Auseinandersetzung richtig ist und das eben deutlich gemacht werden muss. Natürlich plant die AfD keinen Putsch, das ist nicht der Punkt. Aber die AfD betreibt eine Politik, die die Voraussetzungen, von denen unsere Demokratie abhängt, systematisch unterminiert. Beispiel der Spruch von der Lügenpresse. Die AfD will, dass wir keinem Medium, auch Phoenix, nicht mehr glauben. Warum? Weil dann sowas wie Nebel im Kopf entsteht und wir gucken, wo ist dann der stärkste Schreihals, damit wir uns überhaupt noch orientieren können. Und das macht dann die AfD. Also sie unterminiert die Grundlagen unserer Demokratie und dem muss Einhalt geboten werden, auch durch Aufklärung. Vielen Dank. Ruprecht Polenz war das. Dankeschön.